Hallo und herzlich willkommen zurück zu Warframe. Mein Name ist Taladir. Schönen guten Tag. So. Void T3, glaube ich. T3 Exterminate. Capture. Und ich bin als Frost Prime unterwegs. Hab das Reaper Prime dabei. Und habe die Braton Prime dabei. Denn gestern kam die Nachricht von Dingsbums. Digital Extreme, jetzt habe ich's. Und wir gehen gleich drauf. Das ist sehr schön. Nein, ist es nicht. Ich hasse sie wirklich. Nachricht kam raus, dass ab dem 26. April diese Sachen, die ich jetzt dabei habe, Frost Prime, Latron Prime und das Reaper Prime, dass die nicht mehr im Spiel sein werden, sondern dass die halt entfernt werden. Und ja, deswegen werde ich, oder habe ich jetzt hier dieses Video gemacht. Du Typ gehst drauf, du gehst auch drauf. Und sämtliche Links, wo ihr die Sachen noch bekommen könnt, haue ich euch in die Videobeschreibung. Was haltet ihr davon? Also der Frost Prime und Latron Prime und ich glaube sogar Repub Prime waren ja mit die ersten Prime-Sachen, wenn ich mich da nicht komplett täusche, die halt je rausgebracht wurden. Und jetzt sind sie halt dann ab dem 26. halt weg. Was haltet ihr davon? Was kommt dahin? Denkt ihr, es ist eine gute Methode von Digital Extreme da durch zu rotieren und zu sagen, okay, hier. Der ist umgefallen. Okay, ich dachte, ich habe ihn getötet. Jetzt ist er tot. Dass die halt da Platz machen auf die Art und Weise. Oder findet ihr es einfach irgendwie lächerlich? Wie gesagt, schreibt es mir mal in die Comments. Ich weiß selber nicht, was ich davon halten soll. Also ich habe halt beide Sachen. Oder habe halt alle drei Sachen. Und wie gesagt, mich juckt das nicht so ganz. Aber was hat das für Auswirkungen auf die Economy, besonders im Trade-Chat? Die Preise sind halt nach der Ankündigung halt unglaublich nach oben geschossen. Also wirklich ganz, ganz fies. Frost Prime hat man halt früher für... Was hat man da bekommen? 40 Platin oder so? Hat man halt einen kompletten Frost Prime bekommen. Und gestern Abend waren die Dinger halt auf über 200 Platin und die Leute haben es gekauft. Also, ich verstehe es halt nicht. Also klar, es ist halt Ökonomie und Nachfrage und so weiter und so fort. Aber ich finde das halt so wieder so dieses gierige, oh yeah, sie nehmen was raus. Also muss ich davon so viel wie möglich verkaufen und bla, und hast du nicht gesehen. Ich finde es halt... ist halt... Keine Ahnung. Ich komme halt mit diesem Gedankengut halt überhaupt nicht klar. Ich finde das halt wirklich tierisch... Ja, eigentlich armselig so aus sowas halt wieder Platin oder halt generell Geld rauszuschlagen, so, es ist raus, also muss ich jetzt hier farmen und bla, und hast du nicht gesehen und bla. Ich weiß nicht, wie gesagt, das ist nicht mein Ding, ich werde es nicht machen. Ich werde mir halt die ganzen Sachen noch einmal zusammenfarmen bis dahin.
Falls jemand aus dem Clan oder so oder jemand, der später einsteigt, dann kriegt er die Dinger, ist gar kein Problem. Aber jetzt, dass ich da irgendwie sage, so, okay, ich muss mir jetzt das alles 15 Mal zusammenfarmen, dass ich ja halt pro Frost Prime irgendwie 200 Platin oder so raushaue, also, bäh. Habe ich nicht nötig. Wenn die Leute meinen, sie müssen es machen, dann sollen sie es machen. Ich persönlich finde es halt meh. Ne? Gut. Wie gesagt, schreibt mir mal in die Comments, was ihr von dem Schritt haltet. Wie gesagt, Links sind in der Beschreibung, falls ihr es noch nicht habt, wo ihr die ganzen Sachen herbekommt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch ein Abo, einen Kommentar und ein Like da. Da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Mein Name ist Taladi. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!